Ja, herzlich willkommen heute Abend zu unserem Live-Talk Digitale Bildung. Wie machen wir sie gerecht? Ich finde, die aktuelle Corona-Krise zeigt uns recht deutlich, wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur, also ganz konkret schnelles Internet für unsere Gesellschaft und für die Teilnahme aller Menschen ist. Und darum freue ich mich, dass so viele von Ihnen und euch heute zugeschaltet sind, dabei sind und mit uns über genau dieses Thema, das Digitale und vor allem das digitale Lernen und sich weiterbilden, diskutieren wollen. Ganz egal, ob es jetzt ums Lernen oder Weiterbilden geht, ob man also digitalen Schulunterricht hat oder ob man vielleicht auch einfach nur daheim im Homeoffice arbeitet. All diese Erfahrungen, die wir gerade machen, jede und jeder Einzelne, finde ich, das verstärkt doch ganz klar das Bewusstsein dafür, dass wir endlich drängende Herausforderungen anpacken müssen, dass wir politische Lösungen suchen müssen und dass wir richtig entschlossen werden müssen. Ich finde, die neuen Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft, die verdienen Aufmerksamkeit und die verdienen vor allem, dass wir gemeinsam diskutieren und überlegen. Und genau deswegen treffen wir uns hier heute mit Gästen, aber eben auch mit Ihnen allen, die Sie herzlich eingeladen sind, Fragen zu stellen, und sich mit einzubringen. Ich habe jetzt dem Nicken meiner zugeschalteten Gäste schon entnommen, dass wir uns grundsätzlich einig sind, dass es einiges zu tun gibt. Ich will es aber nochmal auf den Punkt bringen, warum ich finde, dass es in diesen Bereichen, vor allem dem digitalen Lernen und Weiterbilden, Herausforderungen gibt. Mir und uns Grünen ist Chancengerechtigkeit seit jeher ein zentrales Anliegen. Und deshalb will ich, dass digitale Teilhabe und Bildungsgerechtigkeit in diesen Zeiten ganz besonders im Fokus steht und endlich noch mehr Wirklichkeit wird, weil wir haben da definitiv noch einiges nachzuholen, worauf wir jetzt sicher im Gespräch auch eingehen werden. Ich begrüße jetzt bei mir Magdalena Rogel. Sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft Deutschland. Schön, dass du uns zugeschaltet bist. Danke, Eva. Freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und außerdem begrüße ich Moritz Meusel. Er ist in Bayern der Landesschülersprecher für die Gymnasien, also auch schon erprobt, was das digitale Lernen angeht. Herzlich willkommen, Moritz. Ganz genau. Vielen Dank für die Einladung, Eva. Und noch in der Runde begrüße ich Franz Wölfel. Er ist der Vorsitzende der Landesseniorenvertretung in Bayern. Auch ein herzliches Willkommen an Sie und schön, dass Sie die Runde so wunderbar abrunden. Freue mich, hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Weil wir ja heute über digitales Wissen reden, starten wir doch als allererstes mal mit der Grundvoraussetzung, nämlich dem Internet. Und da will ich jetzt, bevor wir in den Austausch kommen, ganz kurz von Ihnen und euch allen wissen, wie ist denn das Internet bei Ihnen daheim? Zeigt doch mal mit einem Daumen ganz kurz, wie die Lage so ist. Seid ihr zufrieden oder müsste man noch was besser machen? Ja, das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Vielleicht ein ganz kurzer Kommentar dazu, Magdalena, da warst du in der Mitte. Ja, ich glaube, das liegt bei uns vor allem an der Masse der Menschen. Also man muss wissen, wir sind eine Patchwork-Familie und wir sind hier zeitweise zu sechst daheim. Und wenn eben alle sechs am Arbeiten sind oder in Videokonferenzen, dann bricht das Internet manchmal echt schon zusammen. Und deshalb müssen wir jetzt ein bisschen so Absprachen machen, wer wann welche Videokonferenz hat. Und ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, kein Netflix streamen, ich habe einen Vortrag. Bitte lasst mir die Internetleitung frei. Das ist doch eine gute Absprache. Und ich finde es spitze, dass wir anderen drei alle den Daumen oben hatten. Ich muss immer sagen, bei mir, ich wohne in einem wirklich kleinen nordschwäbischen Dorf und es wurde ziemlich genau vor der Corona-Pandemie das Glasfaserkabel ins Dorf gelegt. Also eine super Voraussetzung. Wenn ich in München beim Arbeiten bin, habe ich oft schlechteres WLAN und schlechteres Internet als hier. Also können wir uns glücklich schätzen, dass
die Veranstaltung hier heute digital und aus dem Homeoffice bei mir stattfindet. Ihr seid auch alle beide zufrieden, Moritz und Herr Wölfe? Also ich bin zufrieden schon deswegen, weil ich natürlich das Internet und so weiter nicht so nutzen kann wie Sie, ja. Und mit dem, was ich brauche, komme ich zurecht und bin zufrieden, ja. Ja, bei mir ist es leider auch immer so ein Auf und Ab. Ich komme auch vom Land und das ist natürlich ein riesiges Problem vielerorts. Wir hatten auch das Glück, dass bei uns noch vor 2 Jahren die Glasfaser verlegt wurde. Aber wenn ich in benachbarte Gemeinden schaue und auch in viele andere Regionen Bayerns, da sieht es natürlich ganz anders aus. Und da müssen dann nicht alle im Homeoffice sein, bis das Internet zusammenkracht. Ja, du sprichst genau das an, das mir auch immer ein großes Anliegen ist. Ich finde, es muss allen vergönnt sein und es ist ein Recht von allen, einen schnellen Glasfaseranschluss daheim zu haben, in jedes Haus und, wo ich jetzt in deine Richtung bringe, Moritz, auch jede Schule sollte WLAN im Klassenzimmer haben und einen Breitbandanschluss in der Schule. Sonst ist es ja auch zurzeit massiv schwer, den Schulunterricht zu streamen oder eben in der Schule dann, wenn es wirklich wieder in Präsenz möglich ist, auch mal didaktisch mit dem Internet zu arbeiten. Aber bleiben wir direkt bei dir, lieber Moritz. Schule ist ja gerade ganz anders als in den letzten Jahren. Das habe ich jetzt schon angesprochen. Je nach Inzidenz ist es digital oder in Präsenz oder Zwischenformen. Uns Grünen war es von Anfang an wichtig, dass Präsenzunterricht das Beste ist, ganz klar. Dass der aber eben auch nur in einer sicheren Umgebung stattfinden sollte. Dass Tests da sein müssen. Grundschulen, Google-Tests, dann immer mehr auch die Selbsttests. Wir sind noch nicht an diesem Punkt. Das soll aber heute auch gar nicht der zentrale Punkt unserer Diskussion sein. Mich würde vor allem von dir interessieren, findest du, es gibt gerechte Chancen im Digitalunterricht? Wie schaut es bei euch denn aus? Haben alle einen Laptop? Sind alle schon mal von Haus aus gut ausgestattet? Oder findest du, da gäbe es auch noch Nachholbedarf, weil es ist ja nicht so, dass alle Eltern finanziell sich einfach mal so mehrere Laptops für Kinder leisten können. Und was mich auch interessieren würde, jetzt in Bezug auf die Eingangsfrage, haben alle die gleichen Chancen? Merkst du, dass es einen großen Unterschied gibt, je nachdem, wie viel die Eltern Zeit haben, ihre Kinder, Jugendlichen daheim zu unterstützen? Ja, also da hat sich zum Glück deutlich was getan in der Krise. Also gerade beim Stichwort Ausstattung mit digitalen Endgeräten, da wurde wirklich der Turbo eingelegt. Aber wie sich gezeigt hat, ist damit ja leider nicht alles getan. Also wir hatten schon vorher ein massives Problem mit Chancengleichheit. Wir sind im internationalen Vergleich hinter Russland und das ist, denke ich, schon sehr bedenklich. Und das hat sich jetzt nochmal in der Corona-Krise weiter verschärft. Denn es ist mehr denn je an den häuslichen Hintergrund gekoppelt, wie gut man damit zurechtkommt. Also wenn man sich mit 4 Geschwistern das Zimmer teilen muss, dann ist es eben nicht genug, wenn man da einfach einen Laptop hat und familiäre Konflikte sind natürlich auch vielerorts leider jetzt durch die Pandemie an der Tagesordnung. Ja, das kann ich mir vorstellen und ist natürlich wirklich eine Herausforderung. Ich finde, Eva, absolut, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, weil ich finde das nämlich einen ganz, ganz spannenden und leider auch traurigen Punkt, den der Moritz gerade angesprochen hat, weil das eben sehr, sehr unterschiedlich ist, wie die Familien auch, in welcher Situation die sind. Und da geht es natürlich einerseits ganz klar um die finanziellen Mittel, kann man sich Geräte anschaffen. Da gibt es mittlerweile ja Gott sei Dank in vielen Gemeinden Unterstützungen. Man muss aber auch sagen, auch da kommt nicht alles an. Aber der große Punkt ist ja auch, und da sieht man halt wieder eine enorme Spaltung, dass gerade die Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, die sind eben nicht daheim. Und wir haben jetzt hier das Riesenprivileg, dass wir beide im Homeoffice arbeiten und eben tendenziell auch mal den Kindern helfen können oder zumindest auch schauen können, ob denn alles funktioniert. Und es gibt einfach so, so viele Eltern, die das nicht können. Und das dürfen wir halt nicht vergessen in der ganzen Diskussion um Homeschooling. Und ich wollte noch kurz auf dein Eingangsstatement eingehen, weil du hast gesagt, dass ihr euch als Grüne stark dafür einsetzt, dass Präsenzunterricht das Wichtigste ist. Und das finde ich auch ein ganz, ganz
enorm wichtigen Punkt, weil also ich bin selber ursprüngliche Pädagogin und ich finde es ganz wichtig, eben es geht um das Miteinander. Aber auch da ist wieder der Punkt, Präsenzunterricht heißt ja nicht nur analoger Unterricht, sondern auch da muss ja das Digitale irgendwie mit integriert werden. Kann ich total gut nachvollziehen. Drum würde mich direkt auch von Moritz noch interessieren, bist ja Schüler, Digitales integrieren war jetzt das Stichwort. Was würdest du dir vielleicht denn auch über die Pandemie hinaus noch an Inhalten in den Lehrplänen wünschen, von künstlicher Intelligenz zu, habt ihr schon mal behandelt, wie man mit Fake News umgeht? Oder wäre vielleicht sogar ein eigenes Schulfach wie Digitalkunde für dich vorstellbar oder auch für euch als LandesschülerInnenrat? Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es wahnsinnig tolle Konzepte, die zum Teil auch schon angewandt werden, aber das ist natürlich noch viel zu wenig. Also gerade in den höheren Jahrgangsstufen ist das Wissen, was vermittelt wird, natürlich total veraltet und auch die Methoden. Und gerade bei abstrakten Dingen, also in den Naturwissenschaften beispielsweise, ist das Digitale natürlich eine riesige Hilfe, das einfach anschaulicher und verständlicher zu machen. Also ich denke, da liegt die Zukunft und da können wir einiges mitnehmen. Das ist doch ein starkes Plädoyer. Magdalena, du beschäftigst dich ja auch ziemlich viel damit, einerseits auf einer abstrakteren Ebene, ob es jetzt Bildungs- und Chancengerechtigkeit in Bayern gibt. Wie ist denn so dein grobes Fazit? Wo herrschen die größten Ungerechtigkeiten? Da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, einige Sachen haben wir jetzt schon angesprochen, eben was die Ausstattung betrifft und aber natürlich auch, was einfach auch das familiäre Umfeld betrifft. Das ist einfach ein ganz enormer Punkt in der Spaltung. Dann hat es natürlich auch was mit Sprache zu tun, eben welche Muttersprachen man spricht. Das ist auch einfach dann teilweise eine wirklich große Herausforderung, das umzusetzen. Und der Moritz hat es ja auch schon gesagt, es ist von Gemeinde zu Gemeinde und von Schule zu Schule unterschiedlich. Und auch da entsteht ja wieder eine Ungerechtigkeit, dass eben dann SchülerInnen, die eben auf Schule X sind, mehr Chancen haben, weil die Schule digitaler ist und weil es da besser funktioniert, als die auf der Schule Y. Und so können wir halt nicht weitermachen. Und das macht mir als Mama ehrlich gesagt ganz, ganz große Sorgen, wenn ich das sehe, was da passiert, wie die Spaltung einfach da immer größer wird und dass es einfach uns bisher, finde ich, viel zu wenig gelingt, wirklich Brücken zu schlagen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, wirklich diese Brücken zu schlagen und auch zu schauen, wo wir alle als einzelne Menschen wirklich was tun können. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das tun können, ganz egal, welche Funktion wir haben. Aber wir alle können uns gegenseitig unterstützen und helfen. Wir können schauen, wie es bei den Nachbarn so ist. Wir können schauen, wie es bei anderen Familien ist. Wir können nachfragen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns nicht darauf ausruhen und sagen, ja, die Politik müsste mal oder die Unternehmen müssten mal oder die Schulen müssten mal, sondern dass wir wirklich selber auch anfangen und überlegen, was können wir denn tun und wo kann ich mich einfach einsetzen, im Kleinen, im Großen, wie auch immer. Aber was kann ich tun, um wirklich was besser zu machen? Das finde ich ein sehr, sehr schönes Plädoyer. Mit einer ähnlichen Überzeugung bin ich auf jeden Fall auch politisch aktiv geworden. Damals vor allem, weil mich der Atom-GAU in Fukushima entsetzt hat und der Umwelt- und Naturschutz mir zu kurz kam. Aber ich glaube, es gibt ja in jedem Bereich Themen, die wichtig sind und wo man wirklich einfach sofort anpacken kann. Ich glaube, du bist auch selber ehrenamtlich ja recht engagiert in einer Pflegeeinrichtung. Das ist ein super Beispiel ja dafür, um das gleich mal konkret zu machen. Was Absolut. Ich jetzt auffallend fand, ist, dass schon ein paar Mal so das familiäre Umfeld angesprochen wurde. Da ist es mir zurzeit ganz, ganz wichtig, dass wir dahin kommen müssten, dass auch in einem Schulunterricht sehr regelmäßig darauf hingewiesen werden sollte, was es an Unterstützungsangeboten staatlicherseits gibt. Also, dass Kindern und Jugendlichen zurzeit eigentlich wöchentlich, alle paar Wochen zumindest, regelmäßig darauf hingewiesen werden sollten, dass sie sich bei psychischen Belastungen Hilfe holen können, dass sie sich bei Gewalt in der Familie Hilfe holen können. Ich setze mich da politisch gerade massiv dafür ein und freue mich da natürlich auch über Unterstützung, weil das derzeit noch nicht passiert. Ich glaube, da wären Schulen auf jeden Fall auch eine wichtige Plattform, um in diese Richtung aktiv zu werden. Absolut. Danke für dein Engagement da.
Frau Littenauer, Sie haben ja vorhin angesprochen, das Thema, ob man nicht an den Schulen eine Art ein Schulfach Digitalkunde einführen sollte. Ja. Ich glaube, das wäre immens wichtig, ja. Aber nicht nur für die jungen Leute, ja, sondern auch für uns Ältere. Ja. Ich bin mit der Schreibmaschine groß geworden, ja. Damals gab es keinen PC. Und ich glaube, diese Lücke, die da entstanden ist, die muss man jetzt beseitigen, ja. Die muss man beheben. Es gibt ja die Volkshochschulen und da werden die oder die Politik, die Staatsregierung, wer auch immer gefordert, an den Volkshochschulen kostenlos entsprechende Schulprogramme, Maßnahmen anzubieten, damit wir alte Leute uns auch mit dem Internet und mit den ganzen Endgeräten beschäftigen können, damit wir am Leben genauso teilhaben können wie die jungen Leute, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, hier mit dem Smartphone oder mit dem PC oder mit was auch immer umzugehen. Ja? Also, denn wenn es nicht gelingt, dass wir alte Menschen hier den Anschluss bekommen, ja, dann werden wir digital abgehängt. Und wenn wir digital abgehängt sind, ja, dann haben wir nur begrenzte Möglichkeiten, uns da gesellschaftlich zu engagieren. Und das kann nicht akzeptiert werden. Und ich setze da ganz schwer auf die Grünen, Frau Littenauer, dass Sie da was in Bewegung setzen, denn die anderen Parteien haben den Eindruck, die gehen immer davon aus, ja, die alten Leute, die können genauso mit dem PC umgehen wie die jungen Leute. Und wenn sie es nicht können, dann sollen sie die Enkelkinder fragen, die helfen ihnen schon. Das ist doch alles Quatsch, ja. Viele Leute schämen sich wegen jeder Kleinigkeit, die Enkelin oder den Enkel zu fragen. Die haben das für sie ein Problem des Selbstverständnisses, dass sie selbst den PC beherrschen. Ja, finde ich total wichtig. Kann ich auch sehr gut verstehen. Und ja, ich finde es auf der einen Seite politisch wichtig, dass es eben mehr digitale Angebote gibt, also dass Firmen, dass Behörden Angebote, die sie machen, ins Netz verlagern. Aber dann müssen wir definitiv auch dafür sorgen, dass alle die nutzen können. Ich habe jetzt eine kurze Nachfrage an Sie, bevor dann Moritz gleich wieder drankommt. Würden Sie sich wünschen, dass es Angebote und Kurse gibt, die vor allem nur für Seniorinnen und Senioren sind? Oder finden Sie, es ist besser, wenn man sich auch gegenseitig unterstützt? Das eine hat den Vorteil, dass man so ein bisschen unter sich ist. Wäre das was, das Ihnen Anliegen ist? Also, zu Beginn sollten es vielleicht Kurse sein, nur für die Senioren, weil die Senioren nicht so schnell sind. Ja, für die Jungen ist es alles kein Problem, aber wenn einmal ein Basiswissen vermittelt ist, dann würde ich einen gemischten Kurs für wesentlich sinnvoller halten, wie da einen separaten Kurs nur für alte Menschen. Aber am Anfang, wir sind eben immer ganz schnell im Denken und im Handeln und im Begreifen, wie einer ist, der im Gymnasium ist oder jemand, der heute damit auch einen Beruf zu tun hat, in ganzen neuen Techniken. Und so ganz praktische Tipps kann man halt auch oft von anderen einfach nochmal mitnehmen. Man hat irgendwas rausgefunden, ein Lifehack, wie man so schön sagt, und kann dem dann gleich wieder anderen weitergeben. Absolut, also klares Bekenntnis zu den Volkshochschulen. Wir haben uns auch bei den Corona-Hilfen immer ganz, ganz stark gemacht, dass die wirklich nicht nur an Unternehmen gehen, sondern auch all die gemeinnützigen Einrichtungen. Aber jetzt an den Moritz. Dankeschön. Ja, ich denke auch, dass Digitalisierung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Also das ist nicht nur was junge Menschen betrifft oder ich sag mal die noch im Berufsleben stehen. Als ich neulich mal durch die Münchner Innenstadt gegangen bin, habe ich ganz schön gestaunt. Man kommt jetzt nur noch mit QR-Code rein. Aber wie soll man denn einen 70-, 80-Jährigen erklären, erstens mal, was ein QR-Code ist und wie man da in ein Geschäft rankommt? Also ob das die einzige Voraussetzung ist, dass man einkaufen gehen kann. Oder ich habe auch den Kopf geschüttelt, als ich bei meinen Großeltern gesehen habe, dass man sich zur Corona-Impfung, dass man für jede Person eine E-Mail-Adresse braucht. Das kann es auch nicht sein. Da gibt es so viele Baustellen. Und ich denke, das kann man auch gemeinsam gut lösen, denn wir wissen alle, am besten lernt man selber durchs Lernen. Und da kann man ja auch generationenübergreifend viel, viel machen. Und das bietet auch riesige Chancen. Und absolut, wenn ich da kurz... Darf, Entschuldigung, das Thema Digitalisierung spielt ja nicht eine Rolle am PC und so weiter. Das Thema hat ja uns alle in unserem Lebensbereich erfasst, ja. Denken Sie nur an diese hochmodernen Geräte im Haushalt. Ja. Wir haben uns vor
2 Jahren meine Frau und ich einen Waschautomaten zugelegt, ja, weil die Waschschule nicht kaputt war. Und stellen Sie sich vor, dieser Waschautomat, da muss ich zuerst eine Gebrauchsanweisung von 110 Seiten, ja, in der 5 durcharbeiten, bevor ich dann mit dem Gerät umgehen konnte und ich mir Angst haben musste, ich mache es kaputt. Ja. Also da, glaube ich, haben wir schon großen Nachholbedarf. Herr Wölfel, was ist denn der Unterschied zwischen einer Waschmaschine und einem Waschautomat? Also unsere frühere Waschmaschine, da konnte man nur waschen, aber nicht trocknen. Und jetzt haben wir eine Waschmaschine und in dies ein Trockner integriert. Ja, finde ich sehr praktisch. Ja, spart man Zeit und es hilft einem, vor allem wenn man älter ist. Da ist man ja darauf angewiesen, dass man nicht mal selbst so viel tun muss wie in jungen Jahren. Dann habe ich auch noch eine Oldschool-Waschmaschine, musste ich feststellen. Magdalena. Ich fand es so schön, was ihr beide gerade gesagt habt, also sowohl Moritz als auch Herr Wölfel, weil Moritz, du meintest, dass es ja auch Chancen für alle bringt, wenn wir da eben auch miteinander und generationsübergreifend uns das anschauen. Und davon bin ich wirklich überzeugt, weil es geht ja um das Miteinander und um das Voneinanderlernen. Und das braucht viel Empathie, aber das stärkt uns alle auch sehr. Und ich merke das eben gerade im Pflegeheim sehr. Und ich glaube, gerade im Bereich Digitalisierung ist das so enorm wichtig, weil Eva, du hast vorher das Thema Fake News angesprochen. Und wer könnte uns zum Thema Fake News besser aufklären als die Generation von Herrn Wölfel, die also wirklich ganz, ganz schwierige Fake News-Zeiten miterlebt haben. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Und ich bin übrigens auch gar nicht davon überzeugt, dass es, oder im Gegenteil, ich bin weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht nur was mit jungen Menschen zu tun hat oder mit der Schulzeit. Ich selber habe, bis ich 25 war, mit Digitalteam überhaupt nichts am Hut gehabt und habe immer, wenn ich irgendwie in Word was nicht wusste, habe ich meine Schwester angerufen, weil die immer schon der Digital-Crack war und mich hat es einfach nicht interessiert. Und bei mir kam das dann später mit dazu und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da wirklich auf alle Menschen schauen, dass wir das Thema Weiterbildung und lebenslanges Lernen uns anschauen und dass es aber eben kein irgendwie Charity-Projekt ist, so jetzt helfen wir mal den Älteren, sondern dass wir sehen, was das für einen Mehrwert für uns hat und wie wichtig das ist, dass wir wirklich voneinander lernen. Absolut. Und vor allem auf der einen Seite soll es kein Charity sein, sondern eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite ist es in der Arbeitswelt ja auch inzwischen total wichtig, nicht auf dem Punkt des Abschlusses der Ausbildung stehen zu bleiben, sondern am Puls der Zeit. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass alle sehr, sehr gerne in die F&A-Funktion, das sind zwei Sprechblasen in Grau, Ihre Fragen schreiben können, dann nehmen wir die hier auf. Wir haben, glaube ich, schon ein ganz buntes Potpourri an Fragen oder an Themen vor allem angerissen und wollen auch noch eure Anliegen, eure Fragen mit reinnehmen. Und damit wir auch nur Richtiges hier festhalten, will ich ganz kurz noch anmerken, dass das mit den Impfanmeldungen absolut natürlich eine völlige Verfehlung war und schlecht organisiert. Inzwischen wurde dieser Fehler aber verbessert, er wurde korrigiert und man kann sich auch mit einer Adresse anmelden und für mehrere Personen das Impfen buchen. Daher dann hier an der Stelle gleich nochmal, wer noch nicht registriert ist, ich finde Impfen ist wichtig und ein solidarischer Beitrag, also sehr gerne auch gleich registrieren. Aber was mich jetzt von dir, Magdalena, gleich anschließend nochmal interessieren würde, du hattest schon von digitalen Tools gesprochen, unter anderem Teams beispielsweise genannt. Was findest du, sind so die Pluspunkte davon, auch vielleicht für einen sozialen Zusammenhalt, fürs Verbinden, fürs sich näher kommen? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir diese digitalen Plattformen nutzen und da ist es jetzt ganz egal oder relativ egal, welche das konkret ist, aber dass wir die Plattformen nutzen, die uns eben die Möglichkeit zur Interaktion geben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir das nutzen und dass wir eben den SchülerInnen, aber natürlich auch uns allen miteinander, auch wenn wir eben mit unseren Großeltern vielleicht sprechen wollen oder so, dass wir auch die Möglichkeit haben, wirklich der Interaktion, dass wir auch in Gesprächen mit mehreren die Möglichkeit haben zur Reaktion. Das finde ich ganz wichtig, also dass man eben auch in einem Vortrag, in einem Chat
reagieren kann mit einem Daumen hoch, mit einem Herzchen, wie auch immer. Das finde ich ganz, ganz wichtig und das merken wir auch stark, dass das für die SchülerInnen ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man einfach was ausdrücken kann. Und natürlich auch für die Zuhörenden ist das ganz wichtig, weil man sitzt dann da und schaut dann irgendwie so in das schwarze Kastel. Und ich meine, wir haben jetzt das große Glück, dass wir hier zu viert sitzen, aber manchmal hält man ja einen Vortrag ganz alleine und dann schaut man wirklich ins Nichts. Und ich persönlich finde es ganz, ganz schön, dann Reaktionen zu sehen und zu sehen, ah, da kommt was zurück, also dass man ein bisschen dieses Miteinander hat. Und natürlich, was jetzt das Lernen konkret betrifft, ist es einfach auch ganz wichtig, dass die SchülerInnen die Möglichkeit haben, miteinander zu arbeiten, dass es eben nicht mehr diese totale Isolation allein daheim ist. Klar, die ist es räumlich gesehen, aber dass die SchülerInnen trotzdem die Möglichkeit haben, gemeinsam an Projekten zu arbeiten, dass die in Arbeitsgruppen unterwegs sein können, dass sie sich austauschen können miteinander. Das ist ja so, so wichtig, dass sie miteinander sprechen können. Und all das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Dinge, die wir wirklich im Blick haben müssen, weil das ein Grundbedürfnis von Kindern ist, ein Grundbedürfnis von Menschen, dass also wir alle wollen uns austauschen und wollen gehört werden, wollen zuhören und dass wir dieses Grundbedürfnis wirklich auch ja, erfüllen können und die digitalen Tools, die zur Verfügung stellen, genau dafür auch nutzen können. Vielen, vielen Dank. Daran gleich anknüpfend habe ich auch eine ganz nächste praktische Frage an dich, Magdalena. Gibst du deinen Kindern in Sachen digitale, was gibst du deinen Kindern in Sache digitale Erziehung mit und welche Geräte dürfen sie wie lange verwenden? Also wie viel nutzt ihr diese Chancen, die man hat, durch die digitalen Geräte sich zu verknüpfen? Ja, also ich mache da einen großen Unterschied, wie sie es nutzen oder für was sie es nutzen. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Und da nicht irgendwie zu verteufeln, sondern es geht halt darum, was man macht. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir vor Corona nicht für alle ein einzelnes Gerät hatten, weil ich finde ja auch, das Teilen ist ja auch was Wichtiges, was man lernen muss. Und eben auch das Miteinander, dann sowas, so eine Nutzung. Jetzt seit Corona haben alle ein eigenes Gerät, weil es einfach ja für den Unterricht auch wichtig ist. Und natürlich ist es mir wichtig, dass sie ihre Schulsachen dort machen können, aber eben auch darüber hinaus, weil das ist ja ganz wichtig, eben auch ja wirklich zu lernen, Videos anzuschauen, um Nachrichten zu lesen. Und da ist es mir persönlich wichtig, wirklich auf die Einstellungen zu achten, auf den Datenschutz zu achten, zu schauen, welche Apps nutzen die Kinder und auch ab welchem Alter sind die Apps freigegeben. Da bin ich sehr, sehr streng. Das trauen mir viele immer nicht zu, wenn ich das erzähle, dass ich da so bin, aber mir ist es ganz wichtig, dass die Apps nutzen, die auch für ihr Alter gerecht sind. Und da gibt es einfach wunderbare Einstellungsmöglichkeiten für Eltern. Also mir geht es da überhaupt nicht darum, dass ich meine Kinder kontrollieren will. Das finde ich ganz wichtig, da einen Unterschied zu machen zwischen Privatsphäre und Schutz, weil natürlich haben die Kinder alle eine Privatsphäre, wie wir auch. Also ich würde da auf keinen Fall Nachrichten lesen oder irgendwas. Aber ich schaue natürlich schon eben, welche Apps werden genutzt. Und ich schränke zumindest beim Kleinen, die anderen sind schon ja teilweise fast erwachsen, aber beim Kleinen schränke ich schon noch ein bisschen ein, zum Beispiel, dass auf YouTube nicht alles angeschaut werden kann, sondern eben die Sachen ab einem gewissen Alter nur. Und das finde ich ganz wichtig, dass man sich als Eltern da mit ein bisschen auseinandersetzt. Ich weiß, auch das ist nicht für alle ganz einfach, aber mittlerweile sind da die Einstellungsmöglichkeiten wirklich ganz, ganz gut. Und wenn man da einmal auf ein paar Seiten schaut oder danach sucht, dann findet man da schnell Infos. Und ich finde, das ist eine Verantwortung, die wir alle als Eltern haben, dass wir einfach auch uns zumindest in gewissem Maße damit beschäftigen und einfach auch schauen, wie können wir wirklich diese Welt am besten nutzen für unsere Kinder. Und das ist ganz positiv, wenn ich mir anschaue, was der Kleine an Videos anschaut und was er da alles lernt. Und dann erzählt er mir, ja, hast du schon das neue Rezo-Video gesehen? Und ich habe es noch gar nicht gesehen. Und also da merkt man richtig die Begeisterung. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das zu nutzen. Das ist dann ja auch eine tolle Kombi, wenn man natürlich auf der einen Seite Jugendschutz beachtet, aber eben auch ja, dazu anleitet, selbstbestimmt sich dann zurechtzufinden und eben nicht aufgeschmissen zu sein. Passend dazu gibt es gleich eine weitere Frage aus dem Publikum und zwar an Herrn Wölfel. Es geht auch um die digitalen Geräte. Die Frage lautet, meine Mama wehrt sich seit Jahren gegen ein Smartphone. Wie bringe ich sie dazu, digital zu werden?
und vielleicht von mir ergänzt, kann auch die Politik was beitragen, beim Helfen, sich eben zurechtzufinden? Also das Smartphone bietet ja viele Möglichkeiten, ja, weil man überall und immer darauf zurückgreifen kann, ja. Also ich bin jetzt nicht so ganz der ideale Ansprechpartner, denn ich benutze das Smartphone ja ganz selten, ja. Ich telefoniere leidenschaftlich vom Festnetz aus. Mhm. Meine Tochter zum Beispiel, die ist Mitte 30, die macht alles über ihr Smartphone, ja. Aber ich würde schon für sinnvoll halten, sich ein Smartphone anzuschaffen, denn man kann ja da ganz vernünftige Apps sich runterladen. Zum Beispiel jetzt in Zeiten der Pandemie, ja, soll ja da eine neue App entwickelt werden. Und ich habe die Corona-Warn-App, habe ich zwar gehört, soll nicht allzu viel bringen, aber trotzdem, ich schaue jeden Tag rein, ob ich Kontakt hatte mit Personen, die hier infiziert sind. Und wenn einmal rot jetzt auf der Corona-Warn-App erscheinen würde, dann würde ich mir überlegen, ob ich sofort einen Test machen lasse. Ja. Sie haben gefragt, Frau Rettenbauer, ob die Politik helfen kann. Ich würde sagen, auf alle Fälle. Haben Sie schon angesprochen, die Möglichkeit, das Internet und so weiter zu nutzen, ne, ist auch eine Frage des sozioökonomischen Standards. Ja. Und ich glaube, wenn hier einige Parteien, ich glaube auch Ihre Partei fordert es, ein soziales Grundeinkommen, dann müsste man doch auch eine Grundausstattung im Bereich des Digitalen fordern, ja. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn von Seiten des Staates jede Familie mindestens ein Gerät kostenlos zur Verfügung gestellt werden würde. Weil wenn man damit nicht arbeitet, wenn man so ein Gerät nicht hat, wird man digital abgehängt und damit auch gesellschaftlich abgehängt. Und das können wir uns nicht leisten. Wir wollen doch nicht eben eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Geht einer Meinung dafür halt überhaupt nicht. Und ich sehe es auch bei uns alte Leute, ja, auch da ist die Internetnutzung abhängig vom Sozialstatus, ja. Die unteren Schichten, wenn ich das jetzt diesen Begriff nehmen darf, ja, die nutzen diese digitalen Medien viel weniger, in viel geringerem Umfang, wie jemand aus der Mittelschicht oder gar der super Rente hat, ja. Für die ist das alles kein Problem. Und ich bin der Meinung, hier ist es eine Frage der Gerechtigkeit, dass alle Menschen die optimalen Möglichkeiten bekommen, diese Errungenschaften, diese wichtigen Errungenschaften zu nutzen. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken, dass auch der Staat eben da eine Grundausstattung stellen kann. Das ist zurzeit ja auf jeden Fall nicht der Fall. Aber natürlich ein wichtiger Punkt, ob das dann direkt ein Gerät ist oder eben einfach vor allem eine finanzielle Sicherung, ist dann ja der nächste Schritt. Wobei ich da jetzt direkt anknüpfen kann, auch wieder an eine Frage aus dem Publikum. Da steht an Eva: Ich kenne viele Familien, in denen sich die Kinder ein Tablet für ihren Unterricht teilen müssen und die Eltern bräuchten es eigentlich auch. Welche wirklich machbaren Ideen habt ihr, damit auch Kinder mit wenig Einkommen digital nicht abgehängt werden? Ich würde sagen, wir haben anfangs ja schon darüber gesprochen und unter anderem eben vor allem die Schule aufgerufen. Und das ist mir tatsächlich und auch uns Grünen seit vielen, vielen Jahren ein Anliegen, kam jetzt dann in der Corona-Pandemie ins Rollen, was ich sehr, sehr gut finde. In den meisten Fällen ist es möglich, über die Schule ein Endgerät für die Kinder zu beziehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann bitte melden, dann forschen wir danach, warum das nicht so ist. Die Landkreise haben über den Freistaat Bayern massiv Gelder bekommen. Da haben wir lang auch dahin appelliert, dass das nötig ist und können jetzt für ihre Schulen digitale Endgeräte kaufen. Finde ich absolut richtig, dass es so passiert und auch wichtig, weil es eben, wie hier auch geschrieben wird, nicht sein darf, dass es dass der Zugang zu digitalem Wissen eben dann vom Einkommen der Eltern abhängen darf. Und noch ein bisschen größerer Gedanke, der mir da aber genauso wichtig ist, ist, dass es natürlich, es geht ja nicht nur um Kinder, die zum Beispiel schon in die Schule gehen, sondern es geht generell darum, Familien digital auch teilhaben zu lassen. Und darum finde ich, dass auch die Garantiesicherung zum Beispiel in Deutschland ja, erhöht werden muss. Wir Grüne sprechen einmal von Garantiesicherung. Zurzeit gibt es ja dieses Modell noch gar nicht, aber wir denken,
Und das finde ich auch ganz wichtig, dass eben die aktuellen Sätze für Menschen, die eben wenig Einkommen haben, viel zu gering sind, oft nicht dazu verwendet werden kommen, um auch ein gutes Leben zu führen. Und daher setze ich mich da auch ganz stark dafür ein, dass wir da eben wirklich zu einem würdevollen Leben kommen. Und da zählt dann natürlich auch beispielsweise ein digitales Gerät für die Kinder dazu. Jetzt haben wir Da haben Sie vollkommen recht, Frau Letten, aber ich möchte auch die Sozialhilfe und das SGB II, sprich die Hartz-IV-Regelungen, modellieren. Ja? Da gibt es bestimmte Beträge, bestimmte Leistungen. Ja? Und warum führt man da nicht eine Leistung ein, ja, digitale Grundsicherung? Ja? Und das müsste der Staat entsprechend da finanziell zur Verfügung stellen. Und vielleicht noch einen Satz, die Sozialhilfe, das ist kein Almosen, eine Sozialleistung, auf die man einen Anspruch hat, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Es darf sich niemand zu schämen, wenn er diese Leistung beantragt. Ja. Ganz genau. Ich bin im Übrigen davon überzeugt, was der Herr Wölfe gerade vorgeschlagen hat und Sie ja im Prinzip, oder du ja im Prinzip auch, Eva, dass wenn wir das wirklich auch in die Sätze mit einbauen und schauen, dass es eine digitale Grundsicherung gibt, dass wir alle davon profitieren werden, wir als Gesellschaft, weil das ja eben oft Leute sind, die vielleicht gerade in einer schwierigen Situation sind, auch was die Arbeit betrifft. Und wenn wir diese Menschen dabei unterstützen und ihnen die Möglichkeit geben, sich digital weiterzubilden, aber auch wirklich in der Digitalität zu leben, dann profitieren wir davon, weil die dann auch einfach wieder in andere Berufschancen haben, sich für andere Berufe qualifizieren können und so eben viel schneller vielleicht dann auch ins Arbeitsleben zurückfinden. Also ich glaube, das zahlt sich absolut aus und das ist eine Investition, die wir, glaube ich, mehrfach zurückkriegen würden als Gesellschaft. Dürfte ich dazu vielleicht ganz kurz was sagen? Sehr gern. Ich glaube, also das ist ein sehr interessanter und guter Gedanke, aber wie du auch Eva vorhin angesprochen hast, das Grundproblem dabei bleibt. Und zwar, wenn man solche Sachen einführt oder beispielsweise SchülerInnen mit Endgeräten versorgen möchte, gibt es teilweise noch riesige bürokratische Hürden. Also das hat ja trotzdem noch ewig gedauert. Es sind wohlgemerkt auch Mittel noch aus dem Digitalpakt Schule von 2018-19 ausgeschöpft worden. Jetzt langsam und das kann es nicht sein. Und da würden wir uns natürlich auch riesig freuen, wenn sich die Grünen auch für mehr Pragmatismus und weniger Bürokratiechaos einsetzen würden. Das, glaube ich, durchzieht ganz viele Bereiche und das ist oft wirklich ein ganz schöner Backstein, den wir da mit uns mittragen. Und das, ja. Ja, Herr Meusel, vollkommen recht. Als Jurist kann ich sagen, Herr Meusel, vollkommen richtig. Wir müssen auch in der Ausbildung darauf hinwirken, dass diejenigen, die die Gesetze anwenden, ja, Entschuldigung, und umsetzen, dass die flexibel denken, ja, dass die sich am Wohl des Menschen orientieren und nicht an den Buchstaben des Gesetzes. Absolut. Also beim Bürokratieabbau kann ich nur zustimmen und ich finde es auch richtig stark, dass wir hier so eine große Übereinstimmung haben beim Thema Hartz IV überwinden und einfach eine soziale Sicherung für Menschen schaffen. Ich spreche deswegen eben auch immer von Garantiesicherung. Ich glaube, das wäre etwas, das vielen, vielen helfen würde und ich bin auch überzeugt, dass es absolut nicht der Fall ist, dass Leute freiwillig nicht arbeiten. Darum ist uns auch ein Weiterbildungsgeld zusätzlich zu einem möglichen Arbeitslosengeld auch ganz, ganz wichtig, weil ich denke, man muss solche Phasen massiv auch unterstützen, die zu nutzen, um sich weiterzubilden, um sich neu aufzustellen, weil tief im Inneren die Menschen da sicher auch Orientierung und Unterstützung suchen in solchen Phasen. Ich will aber nochmal zurück zum Moritz und in die Schule kommen. Du hast gerade schon dich ja nochmal eingehakt. Du hast auch eine ganz konkrete Rückfrage bekommen, nämlich wie sollte ein Fach Digitalkunde aussehen, damit es für SchülerInnen Sinn macht? Ich glaube, am sinnvollsten ist es, dass man das nicht einfach dass man das nicht ein Fach überlässt, sondern dass man dieses Fach in alle Fächer einfließen lässt und dass es was ganz Selbstverständliches ist, dass man auch mit digitalen Medien arbeitet und von deren Vorteilen Nutzen zieht. Also ich denke, Medienkompetenz brauchen wir in allen Bereichen
des Lebens und natürlich auch in allen Fächern. Und da kann jedes Fach davon profitieren. Also wir hatten es ja schon am Anfang. Es gibt so coole Konzepte mit künstlicher Intelligenz, dass da wird das Ganze viel individueller. Und da würden wir einige Schritte nach vorne auch in Sachen Chancengleichheit gehen, wenn wir das nutzen. Was ich mir da immer denke, also auf der einen Seite kann ich diesen Gedankengang total nachvollziehen, besser überall und gleich praktisch anwenden. Aber wenn ich mir immer so anhöre, was auch LehrerInnen aus der Praxis berichten, dann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es fast niemand beispielsweise auch so abstrakte Dinge wie Fake News und Co. bewerten, dass es dann doch dem Standard-Lehrplan sozusagen weichen muss. Und daher kamen wir ja dann zum Schluss, dass es schon gut wäre, einfach eine gewisse Anzahl Stunden, wenn es auch nur eine ist in der Woche, dafür zu reservieren, was überhaupt nicht heißen soll, dass nicht auch der Geschichteunterricht, der Matheunterricht digital und ansprechend sein sollte. Aber wir haben uns gedacht, dass auch beispielsweise sowas wie Algorithmen mal besprechen und so weiter, dass es schon gut wäre, da einfach auch einen ganz konkreten Raum zu reservieren. Sonst geht es oft, habe ich den Eindruck, im Trubel vielleicht unter. Kannst du das nachvollziehen? Und vielleicht, wie denken auch die anderen, vor allem Magdalena dazu? Moritz? Absolut. Ich weiß nicht, Magdalena, möchtest du anfangen? Wie ist es? Also ich glaube, ich bin so zwischen euch beiden, weil ich stimme dem Moritz total zu. Ich glaube, man muss es wirklich integrativ sehen. Und die Beispiele, die du gerade gebracht hast, Eva, das fand ich ganz spannend, weil also Fake News haben wir im Lehrplan, nämlich mit der Medienkompetenz im Deutschunterricht. Algorithmen haben wir im Lehrplan im Matheunterricht. Und wir könnten das alles einbinden in den bestehenden Lehrplan, wenn wir dem ein Update geben würden, dann könnte man das wunderbar integrieren. Und zusätzlich haben wir in den meisten Schulen auch noch zum Beispiel Informatikunterricht, wo man dann einfach nochmal grundsätzliches Hands-on auch besprechen könnte. Also ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht irgendwie ein zusätzliches Fach machen oder den Lehrplan komplett umwerfen, wobei ich glaube, es gibt da doch ein paar Punkte, die man vielleicht umwerfen könnte. Der Moritz nickt schon. Aber ich glaube wirklich, dass das Integrieren ist das Wichtige und eben zu zeigen, dass das in allen Bereichen nutzbar ist. Moritz gleich. Ja, also ich finde Gedanken auch sehr, sehr gut. Aber so ein bisschen informatische Grundausbildung, glaube ich, kann nicht schaden, weil oft, wir verwenden sie jeden Tag, wir haben unsere Handys, aber ich glaube, die wenigsten von uns, wenn man nicht direkt damit arbeitet, wissen überhaupt, wie solche Apps funktionieren, was hinter der Technik steckt. Und dahingehend wäre so eine allgemeine Grundausbildung in Sachen Technik sicherlich wünschenswert. Also bei uns ist das wirklich komplett untergegangen. Also wir hatten das in der 5., 6. Klasse, aber das ist auch mehr als mal ein Word-Dokument schreiben, war da nicht drin. Und das ist sehr, sehr, sehr schade, weil gerade auch in den höheren Jahrgangsstufen wird das dann vorausgesetzt. Und ich denke, wenn man mit diesen Dingen jeden Tag zu tun hat, wäre so ein bisschen Hintergrundwissen schon wichtig, dass man nicht nur sie nutzt, sondern auch den Hintergrund da versteht. Genau. Aber das könnte auch so eine Sache sein, gerade auch diese MINT-Fächer, dass man das auch mehr zweigt. Also wir haben ja viele Zweige, an den Schulen, Schularten und auch, und da könnte man auch mehr in diesen technischen Zweig, dass man das da mehr rein integriert. Also falls es einen wirklich interessiert, dass man da auch reingeht und gezielt quasi lehrt. Wobei ein Grundlagenwissen natürlich aus meiner Sicht zumindest schon auf jeden Fall auch allen zukommen sollte und weit vertiefter, als das zurzeit der Fall ist. Was ich mir gerade noch denke, wir sprechen ja gerade sehr jetzt wieder über die Schule und über digitale Tools in der Schule. Ich kenne viele, viele Ideen, die beispielsweise auch für Seniorinnen und Senioren interessant wären an Apps, um sich zu vernetzen, kennenzulernen, aber vielleicht eben auch Wohnangebote, Pflegeangebote, Mobilitätsangebote zu suchen, der Rufbus, der mich abholt. Inwiefern wird das dann bei Ihnen in der Landesseniorenvertretung diskutiert oder vielleicht auch in den bayerischen Seniorenbeiräten? Haben Sie da einen Einblick, Herr Wölfel? Also diese Thematik wird in fast allen Seniorenbeiräten diskutiert.
Und da gibt es auch Programme oder Maßnahmen, die umgesetzt werden. Ja, gerade was Sie zum Schluss angesprochen haben, Rufbereitschaft von einem Bus oder von einem Taxi und so weiter, ist ja ganz wichtig, gerade am flachen Lande draußen. Sie wohnen am flachen Lande, wenn ich das sagen darf, aus der ewig, bis ein Bus kommt. Und wenn Sie dann in die Stadt fahren und dann am Abend wieder zurück müssen, ja, was tun die während der Zeit dazwischen? Also solche Angebote sind immens wichtig, weil sie fördern die Mobilität der alten Menschen und ist ja ganz, ganz wichtig, diese Mobilität. Also wie ich schon ein paar Mal sagte, also für die alten Menschen muss da einiges von Seiten des Staates getan werden, damit wir nicht abgehängt werden. Wir müssen da alle Möglichkeiten ausschöpfen, damit wir da mithalten können, damit wir ein Leben führen können, das wirklich ja, der Würde des Menschen entspricht. Und ich bin sogar der Meinung, weil wir vorhin die Wortschattermaten angesprochen haben, ja, wenn hier diese neuen Technologien und Techniken und neuen Geräte entwickelt werden, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man in die Forschung auch einmal ja, die alten Menschen mit einbeziehen würde, ja, wenn man denen mal Kontakt aufnehmen würde, was aus ihrer Sicht notwendig ist, damit man mit diesen Geräten auch vernünftig und schnell umgehen kann. Ja. Ein gutes Beispiel, wenn ich das jetzt einfügen darf, ist dieser letzte Beschluss der Kanzlerin und der Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten zu Ostern. Ja. Da hat man tatsächlich beschlossen, dass am Gründonnerstag auch die Supermärkte geschlossen sein sollen. Das bedeutet für mich, dass die Menschen, die diesen Beschluss gefasst haben, nicht zum Einkaufen gehen. Denn wenn sie zum Einkaufen gehen würden, dann wissen sie, was es bedeutet, für 5 Tage im Voraus da den Einkauf zu erledigen. Also, und so ist es auch beim Thema Digitalisierung. Ich muss die alten Menschen in die Entwicklung dieser modernen Geräte mit einbinden, damit sie hinter auch vernünftig Art und Weise von den alten Menschen angewandt werden können. Gibt es bei Microsoft eine Einbindung von verschiedensten UserInnen und aus unterschiedlichen Altersspektren? Also tatsächlich, wir schauen da in der Entwicklung ganz, ganz stark auf Diversität in allen Aspekten, also beispielsweise auch Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen. Auch das ist ja ganz wichtig, weil jetzt, wenn ein Mensch vielleicht hörgeschädigt oder sehgeschädigt ist, ist das ja auch nochmal ein ganz großes Thema. Und natürlich auch die Altersdiversität, die Bildungsdiversität, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist ganz relevant, da bei der Entwicklung draufzuschauen, eben damit alle Menschen das nutzen können. Und da kann ich dem Herrn Wölfe nur beipflichten, da geht es natürlich absolut um ein würdevolles Älterwerden, aber auch da geht es wieder um uns als Gesellschaft. Und das ist einfach eine so wichtige Generation, von der wir so profitieren können. Und da schaden wir uns selbst, wenn wir diese ältere Generation von den Themen der Digitalisierung ausschließen oder von der Teilhabe ausschließen, weil wenn wir es uns jetzt anschauen, eben genau diese Kinder, die ich vorher angesprochen habe, die allein zu Hause sitzen, weil die Eltern unterwegs sind. Wie großartig wäre das, wenn die Senioren, die gerade vielleicht auch gar nicht so viel machen können und auch eher nicht raus sollten wegen dem Schutz, wenn die zum Beispiel digitalen Nachhilfeunterricht über Teams machen könnten und mit den Kindern sich austauschen, beim Lernen helfen. Also ich glaube, da sind so, so viele Möglichkeiten, die wir wirklich für uns als Gesellschaft nutzen könnten. Und das ist mir wirklich ganz wichtig, das zu betonen. Es geht nicht hier um nur Charity und nur Meine Zimmer halt nett zu den älteren Menschen, sondern es geht darum, dass wir als Gesellschaft voneinander profitieren. Und das ist immer ein Geben und Nehmen in beide Richtungen. Stärkt mich jetzt nochmal ganz stark auch in der Haltung, dass es einfach immer und in allen Bereichen Beteiligung von denen, die es betrifft, braucht. Ich fordere das ja zum Beispiel, wenn es um Gesetzesinitiativen geht, auch immer für die Jugend ein, dass man mal Jugendchecks macht. Was hat so ein Gesetz an Auswirkungen? Das gilt natürlich auch für viele, viele weitere Gesellschaftsteile, die bisher nicht so stark gehört werden. Und im Digitalen sind sicher auch die älteren Menschen, Menschen, die noch nicht so stark beachtet wurden. Und darum ist aus meiner Sicht, wären Förderungen für solche Apps, die digital einen vernetzen, die digitale Mobilitätsangebote machen, absolut, absolut wichtig. Aber zum Thema digitale Nachhilfe, das ist jetzt
angesprochen hattest, Magdalena, ich hätte gleich eine Frage an dich, die dich um ein bisschen Nachhilfe bittet. Welche Möglichkeiten gibt es, um Hass, Hetze, Mobbing und Fake News aus dem Internet auszusperren? Kannst du da praktische Tipps geben, aber natürlich auch technische? Und wie geht das mit Datenschutz zusammen, diese Thematik? Ja, eine riesige Thematik und eine Thematik, die mich echt auch immer sehr, sehr stark beschäftigt. Also wir haben sie jetzt gerade gesehen am Internationalen Frauentag, da war das ja auch nochmal eine ganz große Diskussion, eben was Hetze im Netz betrifft, weil das einfach zum ganz, ganz großen Teil Mädchen und Frauen betrifft. Aber natürlich uns alle in irgendeiner Form. Also ich würde sagen, wahrscheinlich hat alle, jeder, die hier zuhören, haben schon mal in irgendeiner Form was erlebt. Aber eben auch da muss ich nochmal betonen, das hat natürlich nicht nur mit dem Netz zu tun, weil viele das ja dann immer so schnell verteufeln, sondern das passiert leider auch im Alltag. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben einerseits, wie du sagst, oder wie auch die Frage formuliert war, überlegen, was können wir denn tun? Also wirklich aktiv, wie kann man da vorbeugen? Wie kann man da Einschränkungen machen? Wie kann ich eben solche Sachen ausblenden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich technisch da ein bisschen damit beschäftigt. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu ausschweifend, wenn ich das im Detail erkläre. Aber auch da kann ich nur empfehlen, wirklich mal einfach danach zu suchen und dann Einstellungen da gibt es von Kinder- und Jugendzeiten wirklich ganz viele tolle Empfehlungen, wie man da so ein bisschen vorbeugen kann. Aber der ganz, ganz wichtige Punkt ist, wir müssen schauen, wie wir das im Vorfeld verhindern. Und ich glaube, auch da geht es ganz, ganz stark um Bildung und da geht es um Aufklärung. Da geht es darum, dass wir miteinander sprechen, dass wir als Gesellschaft einfach von dieser Richtung wegkommen. Und ich glaube, viele Menschen wägen sich im Internet oft in so einer Anonymität. Die ist nicht da, die Anonymität, das möchte ich hier ganz klar sagen. Es ist in fast allen Fällen nachverfolgbar und nur weil man sich irgendwie Mickey Maus nennt, heißt es nicht, dass man nicht strafrechtlich verfolgt werden kann. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und natürlich geht es einfach auch darum, wie wir lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Ich kann dafür die Seite Hate Aid sehr empfehlen, also Hasshilfe auf Englisch. Und da kann man nämlich solche Sachen melden direkt. Und die kümmern sich dann auch darum, dass das rechtlich nachverfolgt wird, dass das geprüft wird, dass das gesperrt wird. All solche Dinge, was jetzt für eine Einzelperson oft sehr, sehr schwierig ist. Und man dann ja auch sagt, so, ja, Mai, gehe ich jetzt wegen dem Bild, was mir geschickt worden ist, zur Polizei? Dann macht man es vielleicht eher nicht. Und da helfen eben solche Organisationen, sowas wirklich sehr schnell und deutlich zu melden und nachzuverfolgen, weil das Internet ist kein straffreier Raum. Auch wenn es immer wieder Leute behaupten, es ist nicht so. Die Gesetze, die bei uns in der analogen Welt gelten, gelten zum ganz großen Teil auch in der digitalen Welt. Und Hassrede, Beleidigung, sexuelle Belästigung, das ist auch im Internet nicht erlaubt. Und natürlich ist ein ganz wichtiger Punkt, wie wir als Eltern mit unseren Kindern darüber sprechen, wie auch die Kinder untereinander darüber sprechen. Da würde mich auch interessieren, wie Moritz das sieht. Ich versuche da mit meinen Kindern sehr offen drüber zu sprechen. Das ist natürlich immer ganz schwierig, da keine Angst zu machen, aber trotzdem auch zu sagen, sowas kann passieren und wenn sowas passiert, das ist nicht deine Schuld. Und wenn ich ehrlich gesagt meine Freundinnen frage, ich weiß nicht, wie es bei dir, Eva, ist, es gibt keine, die noch nicht ein sogenanntes Dickpic geschickt bekommen hat. Und unsere Tochter ist 17 Jahre alt und mir ist es einfach wichtig, mit ihr darüber zu sprechen und ihr auch zu sagen, wenn sowas passiert, bitte rede mit uns, komm zu uns. Und genau dafür ist es wichtig, dass sich Eltern von Anfang an mit den digitalen Aktivitäten auch der Kinder beschäftigen, auch damit irgendwie ein bisschen begleiten, damit dann auch ein Dialog stattfinden kann und die Kinder nicht denken so, oh, jetzt war ich da im Internet, wo ich gar nicht eigentlich sein darf, weil es die Mama mir nicht erlaubt und jetzt traue ich mich deshalb auch nicht, ihr das zu sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, da wirklich ein sehr, sehr empathisches Verhältnis miteinander zu pflegen. Das war der Moritz direkt angesprochen. Ja, also das ist gut, das ist wichtig, aber ich glaube, die allerwenigsten Eltern sind so fit wie du, Magdalena, was das angeht. Und deshalb glaube ich, dass der Schule als solches da auch eine ganz wichtige Rolle zukommt. Und da wird auch noch
viel zu wenig getan. Also es sind, wenn überhaupt, mal Projektwochen. Dafür sind dann auch die Schulen selbst zuständig, beziehungsweise die Schulen sind dafür zuständig, nicht die Sachaufwandsträger, die Schulen selbst. Und da muss man selber schauen. Und da wünschen wir uns natürlich von Seiten des Kultusministeriums viel, viel mehr. Also das muss verpflichtend sein. Das betrifft uns alle. Und ja, also nicht nur was Hate Speech angeht, auch Fake News. Also das begleitet uns alle und das kann riesigen Schaden auch an der gesamten Gesellschaft anrichten. Und das ist, wie gesagt, kein Kavaliersdelikt und da muss mehr getan werden. Absolut. Also ich finde auch ganz besonders, wenn wir uns jetzt auf Hate Speech auch ein bisschen konzentriert haben, das ist nicht erlaubt und ich finde, dass wir politisch da auch noch dran arbeiten müssen, dass es eben wirklich auch mehr verfolgt wird. Es ist richtig, das sehe ich auch so, dass Schule da aufmerksam sein muss. Ich finde, es braucht an jeder Schule, zum Beispiel Schulsozialarbeit, gibt es immer noch nicht überall und vor allem nicht ausreichend. Aber ich finde eben auch, dass wir da als Politikerinnen und Politiker noch deutlich mehr einfordern müssen. Und wir machen das auch regelmäßig mit Antragspaketen, dass es eben wirklich ganz klare Maßnahmen gegen Hate Speech gibt, dass man die auch online unkompliziert anzeigen kann. Für ehrenamtlich aktive PolitikerInnen und PolitikerInnen im Allgemeinen gibt es da jetzt so ein Tool. Aber eben, finde ich, ist es auch noch lange nicht ausreichend, weil es ja eben, wie gesagt, alle trifft. Und da, denke ich, müssen Polizei, Justiz und alle Verantwortlichen noch mehr auch unterstützt werden, politisch ermächtigt werden, eben Angebote zu machen, die es den Leuten einfach machen, sich gegen Hate Speech zu wehren. Und aber natürlich auch, das finde ich genauso wichtig, dass wir eben dafür sorgen, dass die Betroffenen dann gestärkt werden und unterstützt werden. Da macht Hate Aid eine Spitzenarbeit, ist aber ja auch alles spendenfinanziert und eigentlich schade, dass es notwendig ist, aber gut, dass es diese Initiativen gibt, absolut. Ich sehe gerade, dass wir schon fast über die Zeit sind. Und möchte das daher auch schon so ein bisschen zu einem Abschluss bringen. Ich fand es gut, dass wir jetzt am Ende auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen die Gefahren oder die Punkte, wo man aufpassen muss, im Internet angesprochen haben. Da geht es natürlich darum, wirklich informiert zu sein, auch zu unterstützen. Natürlich geht es uns Grünen auch darum, dass es eben einen starken Datenschutz gibt. Privacy by Design ist ja immer das Stichwort, also ganz klar sichergestellt wird, dass unsere Daten auch sicher sind und nicht zu denjenigen gelangen, wo wir sie nicht haben wollen, dass dazu auch Kommunikationsanbieter verpflichtet sind, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und vieles weitere mehr auf den Übertragungswegen gegeben ist. Jetzt will ich aber, es passt fast so ein bisschen zu unserem Einstieg, noch die allerletzte Frage mit hier hereinnehmen, die reinkam aus dem Publikum. Und zwar geht es nochmal ums Internet im Allgemeinen, den Internetzugang, die Grundvoraussetzungen. Warum gibt es in Bayern noch immer Flecken ohne Internet, fragt sich die Person. Warum funktionieren Behörden und Formalitäten immer noch analog? Gefühlt ist die ganze Welt weiter als wir. Was sind eure abschließenden Gedanken zum Internetzugang und was vielleicht auch gleich damit verbunden ist, euer größter Wunsch zum Thema Digitales und natürlich auch vor allem digitale Bildung? Moritz, magst du anfangen? Gerne. Also ich würde mir wünschen, dass wir den Turbo, den wir momentan eingelegt haben in Sachen Digitalisierung, auch weiterhin beibehalten. Natürlich nicht in der Geschwindigkeit, aber dass wir Gelder und Initiativen sinnvoll einsetzen, diese Bürokratiehürden einfach überspringen und mit Blick in die Zukunft voranschreiten. Herr Wölfel. Also aus meiner Sicht muss die Politik viel sensibler werden, was das Thema Digitalisierung anbelangt, denn da haben wir enormen Nachholbedarf. Und diese Lücke, die da besteht, müssen wir schließen. Zu dieser Frage aus dem Zuhörerkreis möchte ich aber sagen, Digitalisierung ist die Zukunft oder die Gegenwart und die Zukunft, aber die nächsten 10 bis 20 Jahre können wir im Interesse der alten Menschen nicht auf die analoge Vorgehensweise verzichten. In 20 Jahren okay,
kann man das Analoge vergessen, aber bitte noch nicht heute. Vielen Dank. Ich glaube, so schnell kann es wirklich nicht gehen von heute auf morgen. Magdalena. Ja, ich glaube, als Deutschland haben wir in ganz, ganz vielen Bereichen wirklich in der Vergangenheit gezeigt, wie wir Vordenker sind, wie wir uns um Lösungen kümmern können, wie wir Technologien auch wirklich in die Welt bringen. Nicht umsonst ist das Thema Made in oder der Claim Made in Germany ja wirklich ein Claim für Wert. Und ich glaube, daran sollten wir uns wieder orientieren. Wir sollten zeigen, dass Made in Germany den Wert beibehält, auch in der Welt der Digitalisierung, auch in der digitalen Welt. Und wir sollten schauen, dass wir da wieder unsere Vorreiter- und Vordenkerrolle ernst nehmen, dass wir der gerecht werden und dass wir das, was wir jetzt in den letzten Jahren verloren haben, dass wir das mit dem Turbo, den der Moritz angesprochen hat, wirklich jetzt wieder aufholen und da wieder an den ersten, zweiten, dritten Platz der Länder-Rankings kommen und das für uns als Gesellschaft nutzen können. Und ganz, ganz wichtig ist mir einfach, wer Inklusion und Bildungsgerechtigkeit ernst nimmt, der muss digitale Tools mitdenken. Das ist ganz, ganz notwendig. Und da geht es wirklich um alle, um jeden und jede Einzelne von uns. Wir alle können da was tun, wir alle können uns einsetzen. Ganz egal, wie alt wir sind, ganz egal, in welchem Bereich wir arbeiten, ganz egal, wie digital wir schon unterwegs sind, wir alle können uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir in der Zukunft, in der digitalen Welt wieder weiter nach vorne kommen. Auch das freut mich sehr zu hören und vor allem das Aufgreifen von dem schönen Claim Made in Germany. Ich war vor einigen Monaten in Betrieben, Unternehmen unterwegs und fand das immer richtig beeindruckend, wie stark unsere UnternehmerInnen hier in Bayern auch einfach für dieses Qualitätsversprechen brennen. Und ich denke, diese Einstellung können wir ganz bestimmt auch in alles Digitale mitnehmen, was man noch so erfinden und einführen kann. Und ich denke, da wird sich auch in der Bildung in der nächsten Zeit hoffentlich sehr, sehr vieles tun. Ich bin überzeugt und motiviert, das politisch auch mitzunehmen und anzustoßen. Und ich finde, unsere Runde hat heute nochmal richtig schön gezeigt, dass Bildung endlich digitaler werden muss, aber dass sie eben auch gerecht sein muss und für alle zugänglich. Das finde ich ist doch jetzt auch schon ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für all die Beiträge. Hat mich wirklich gefreut, dass wir so eine tolle Runde hatten. Danke auch für die vielfältigen Fragen aus dem Publikum. Ich wünsche noch einen wunderschönen Freitagabend und uns allen ganz viel Energie dabei, die digitale und gerechte Bildung anzuschieben. Auf bald!